Hallihallo, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Ereignis. Ein Jahr ist es her, als ich mein allererstes Video hochgeladen habe, als es online gegangen ist. Puh, oh mein Gott, war ich nervös, war ich aufgeregt. Das da hier. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich zurückdenke, wie schwer mir die ersten Videos gefallen sind, mit der Kamera zu sprechen, das habe ich auch in dem Video erwähnt, das ist so, man merkt auch in meiner Stimme, es ist alles so stockend und das ist wie ein riesiger Fels, der mir auf meiner Brust lag und ich konnte kaum atmen, ich konnte kaum sprechen. Und jetzt mittlerweile ist es natürlich Routine geworden, es ist ultra leicht geworden und ja, ich möchte mich natürlich auch bei all meinen Abonnenten, bei all meinen Zuschauern bedanken für ein Jahr Support, ja, für ein Jahr Unterstützung. Und ja, natürlich, es ist nun mal so, wenn es keine Zuschauer gibt, wenn es keine Menschen gibt, die meine Videos liken, die meine Videos bewerten, die unter die Videos kommentieren, dann kann ich sein lassen, okay? Also ohne euch habe ich natürlich auch kein Publikum, die das hier meine Videos ansieht und eventuell damit auch was anfangen kann, okay? Ja, für die einen ist es vielleicht Unterhaltung, für die anderen, andere wiederum, die ziehen wichtige Botschaften, wichtige Hinweise oder Impulse daraus. Ich habe auch gehört, manch andere nehmen so ruhigere Videos als Einschlafhilfe her. Ja. ja, ey. Wie auch immer du wünschst, ja, also wenn dir natürlich mein Video beim Einschlafen hilft, dann sehr gerne, okay? Ja, mega, mega, ihr Lieben, ich freue mich total, ich freue mich wirklich von Herzen, weil das ist, ja, es macht Spaß, es macht unheimlich viel Spaß, diese Energien mit euch zu teilen. Ja, ich meine, wir haben ja viel voneinander auch mitbekommen. Ihr seht meine Stimmungen, meine Energieverfassungen, beziehungsweise natürlich auch die Botschaften, die ja ausgetauscht werden, dann die Geschichten, die ihr mir per E-Mail schickt, beziehungsweise unter die Kommentare schreibt. Und ich muss sagen, toi, 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 ich meine, ich habe ein wundervolles Publikum, ja, tausend Dank dafür. Bis jetzt gab es wirklich nur eine einzige Person, die ich hier aus dem Kanal ausblenden musste. Und diese Person kommt leider immer und immer wieder unter einem anderen Namen und möchte hier irgendwelche Leute blöd anreden oder sonstiges. Ja, aber ansonsten, ich finde es auch sagenhaft, wie ihr euch gegenseitig unter meinen Videos in den Kommentaren unterstützt, ja, was hier für eine Liebe herrscht, Zuneigung, das ist, ihr seid Gold wert, ihr seid Gold wert. Und ich schwöre es euch, wenn ich könnte, ich würde euch alle gerne persönlich kennenlernen, aber um Gottes Willen, es ist, ja, es ist nicht machbar, ist nicht machbar, dann hätte ich gar keine Zeit mehr, gar kein Privatleben mehr, keine Freizeit mehr oder sonstiges. Nein, meine Lieben, ja, ich kann es nicht oft genug sagen, wirklich. Danke, dass ihr meine Videos anschaut, aus welchem Zweck auch immer, ja, zur Unterhaltung, zum Einschlafen oder wirklich, weil euch die Botschaften interessieren. Ich danke euch von Herzen für eure ganzen Spenden, die ihr mir habt zukommen lassen in diesem letzten Jahr. Ich danke euch von Herzen natürlich auch für die ganzen Buchungen. Ich habe so, so viele wundervolle Menschen kennengelernt. Ja, mit ein paar von euch habe ich auch mehrere Beratungen schon gehabt in den letzten 12 Monaten. Und ganz ehrlich, wenn ich Zeuge sein darf von diesen Transformationen, die ihr jetzt durchschritten habt, okay? Ich meine, das nicht nur wegen den persönlichen Beratungen, ich sehe es ja auch anhand der Transformationen, anhand der Kommentare, okay? Ich meine, die Kommentare, die ihr, wenn ihr, die schon so lange dabei sind, ja, die Kommentare von
meinen Anfängen unter den Videos, ja, wo ihr ein bisschen Geschichten erzählt habt von euch selbst und dann jetzt, man sieht hier einen Fortschritt, okay? Und ich bin unheimlich dankbar dafür, hier Zeuge sein zu dürfen, ja? Und vor allem auch eure liebevollen Worte mir gegenüber immer, die ganzen Komplimente, ja? Ich sitze immer da so mit Pipi in den Augen, denke so, oh mein Gott, danke, danke. Es ist wirklich, es berührt mich zutiefst, okay? Also nicht jetzt, weil da lauter Komplimente fallen, ja, sondern, ja, ihr Lieben, ich persönlich kann jetzt nicht so mit Komplimenten anfangen, in dem Sinne von, oh, du bist voll gut oder so, hey, darum geht es hier nicht, okay? Es geht darum, ich bin und bleibe immer nur Kanal, okay? Ich bin nur der Nachrichtenüberbringer. Ihr Lieben, das kommt nicht von mir, okay? Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich sag nur, was die anderen da hinten oder da oben erzählen. Und was wollte ich jetzt sagen? In jedem Video immer das Gleiche. Das größte Geschenk für mich ist wirklich, wenn ihr in irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise mit meinen Botschaften in Resonanz geht, okay? Ob das euch jetzt zu Tränen rührt, ob ihr wild drauf loslacht, ja, vor lauter Freude und Glück, ob ihr in die Wut geht, ob ihr in die Traurigkeit geht, vollkommen egal. Ihr Lieben, alles, womit ihr in Resonanz geht, ist ein gutes Zeichen, okay? Selbst wenn ihr das Video ausmacht, das Handy in die Ecke schmeißt und oder den Laptop zuklappt und schimpft und ah, die blöde Urschel, die Jasmin, die macht hier so, die labert hier nur Blödsinn und so. Ja, auch das ist ein Geschenk für mich, okay? Weil anscheinend haben diese Botschaften oder eventuell auch irgendwas an mir diese Person angetriggert, okay? Und das ist ein Geschenk. Ich sehe es als Geschenk, weil ich kenne diese Triggerpunkte. Ja, genug gelabert. Also meine Lieben, wirklich von meinem tiefsten Herzen, danke, danke, danke. Ich bin froh, dass ich hier bin. Ich bin froh, dass ich auf YouTube gelandet bin. Und ich bin glücklich, euch alle als Community zu haben. Von Herzen danke. So. Was habe ich vor? Keine große Sache, weil ich nämlich ehrlich gesagt heute noch voll bin mit Terminen. Aus diesem Grund möchte ich für jedes Sternzeichen eine Botschaft ziehen. Okay, hier haben wir die Sternzeichen, hier haben wir die Botschaften. Meine Lieben, bitte seht es mir nach, dass ich jetzt für dieses kurze Video nicht die Timestamps, die Zeitstempel, noch mit reinschreibt, okay, es sind wirklich ganz, ganz kurze Botschaften. Es ist nur eine Karte pro Sternzeichen. Ich fange an bei Widder und es geht dann komplett der Reihe nach runter bis zum Schluss, bis zu den Fischen. Okay, also, Entschuldigung, dass keine Zeitstempel drinstehen. Drückt einfach ein bisschen vor oder hört euch alle an, wie ihr wollt, okay? Gut, legen wir los mit dem Widder. Was bekommt der Widder für eine Botschaft? Was gibt es vielleicht zu beachten? Worauf sollte der Widder achten? Was sollte er bedenken? Was ist gerade wichtig? Jetzt gerade oder in ein paar Wochen? So, eine Botschaft bitte für den Widder. Vorhin beim Mischen sind mir die Karten rumgeflogen wie verrückt und jetzt kommt schon wieder keine. Ah je, es ist echt, es ist göttlich, es ist wirklich göttlich. So, ja, liebes Universum, ich bräuchte schon so irgendwie eine Karte für den Widder. Eine Botschaft für den Widder. Nein. Nope. Ich dachte, das war eine einzelne, die da rausschaut, aber war ein ganzer Block. Puh, was will da kommen? Mir wird schon wieder ganz heiß. Widder, Widder, Widder. Widder. Ah. Widder. Diving for Light. Die Elf.
Lieber Widder, hier gilt es für dich, nach dem Licht zu tauchen. Zu tauchen, ja, du hast richtig verstanden. Normalerweise ist so das Licht am Ende des Tunnels oder das, wenn du in der Dunkelheit steckst, siehst du nach oben ins Licht. Aber nein, hier geht es darum, in die Tiefe zu gehen, weiter einzutauchen, durch die Dunkelheit hindurch, bis du das Licht siehst. Lieber Widder, spür dich bitte rein, was du hier mit dieser Botschaft anfangen kannst, ja, für welche Situation oder für welchen Lebensbereich diese Botschaft bestimmt ist. Tauche nach dem Licht, komm in deine Mitte, komm in deine Balance und google gerne die schamanische Tierbotschaft Seepferdchen. So, dann haben wir den Stier. Oh, der Stier fällt sofort raus. Folge deinem eigenen Rhythmus, lieber Stier. Oh mein Gott, hier kommt schon wieder gleich die Manipulation rein aus den letzten Legungen. Lieber Stier, falls du hier in irgendeiner Art und Weise fremdgesteuert bist, komm wieder zurück zu dir. Okay, komm zurück zu dir, tanze wieder nach deinem eigenen Rhythmus, tanze wieder nach deiner eigenen Pfeife, ja? Und vor allem beweg dich auch in deinem Rhythmus. Ja? Ich habe so diese Stierenergie auch irgendwo in einer gewissen Stagnation, okay, was auch immer es betrifft. Stagnation, und hier geht es darum, sich zu lösen aus einer gewissen Erstarrung, aus einer gewissen Fremdsteuerung. Die Nummer 5, lieber Stier. Dann haben wir Zwilling. Mein lieber Zwilling, was bekommen wir für dich für eine Botschaft? Wir haben hier, Transformation, Wiedergeburt, Neuanfänge. Diese Frau hier auf dem Bild, die ist grau in grau. Hier ist eine gewisse, diese Frau hier befindet sich gerade in einer gewissen Dunkelheit, okay? Irgendeinen Lebensbereich betreffend. Sie blickt hier aber, sie ist nicht alleine, sie blickt hier auf dieses Pflänzchen, okay? Hier ist Vertrauen mit drin, hier ist Führung mit drin, hier ist der grüne Schmetterling der heilenden Transformation, hier geschieht gerade was, okay? Lieber Zwilling, vielleicht ziehst du dich gerade ein bisschen zurück oder darfst dich zurückziehen, ja, um hier wieder deinen ich kann das nicht sagen, um hier deinen Saft wieder zu finden. Okay, lieber Zwilling, es tut mir leid, das kam hier gerade die Botschaft aus der geistigen Welt. Finde wieder deinen Saft, lieber Zwilling. Die 24 hast du hier. Kraft hier Schmetterling, ja? Falls du hier nachgucken möchtest. Diese Frau berührt den Schmetterling, ja, also du bist hier wirklich kurz davor, vor einem großen Schritt, okay, hier ist irgendwas, das ist wie so dieses Überraschungsei öffnen, okay, so, was ist da drin, was ist da drin, nur der Unterschied ist, du erwartest wirklich eine wundervolle Überraschung, okay, und nicht wie in den Überraschungseier so komische Spielzeuge, ja, ich war immer happy, als ich die Figuren bekommen habe, aber das war auch nur eine Seltenheit, eine Besonderheit. So, dann haben wir den Krebs. Lieber Krebs, was bekommen wir für dich für eine Botschaft? Lieber Widder von vorhin, es tut mir leid, dass es bei dir so lange gedauert hat. Ich hätte einfach nur die Karten anders halten müssen. Lieber Krebs, ich habe hier die Visionen vom Leben nach dem Tod. Das kann hier für die einen oder anderen gilt dies hier wirklich im Sinne von körperlichen Beeinträchtigungen, von körperlicher Stagnation, Krankheiten, eventuell Nahtoderfahrungen, okay? Und für die anderen bedeutet es, hier ist ein
also in Bezug auf ein Ende einer gewissen Sache, Situation, Angelegenheit, Sonstiges, okay? Was kommt danach? Du bekommst hier Zeichen, lieber Krebs. Du bekommst Zeichen, du hast Visionen, eventuell auch in deinen Nachtträumen. Achte bitte darauf, du kannst in der Dunkelheit sehen. Lieber Krebs, lieber Krebs. Ich habe dich hier in deiner Mitte, in deiner Balance, mit geschlossenen Augen, siehst du hindurch mit deinem dritten Auge, durch die Dunkelheit. Ich habe hier den Raben für dich, ich habe hier den Pfau und ich habe hier die Eule. Schau dir gerne die Krafttierbotschaften an dazu. Die Nummer 44, die Visionen des Lebens nach dem Tod. Das geht sehr, sehr stark in deine spirituelle Ebene, lieber Krebs. Spür dich da bitte nochmal rein. Hier geht es um dein höheres Selbst. Dann haben wir den Löwen. Lieber Löwe, welche Botschaft haben wir für dich? Befreie die dunkle Wunde. Lass die Liebe leben. Vielleicht sollte ich erst lesen und dann übersetzen. Lieber Löwe, wir haben hier den Fisch. Wir haben hier den glitschigen Fisch, der dir aus deinen Händen flutscht, okay? Dieser Fisch, der dir entkommt, möchte dir aber eine wichtige Botschaft mitteilen, okay? Habe ich jetzt gesagt, lieber Fisch, oder habe ich jetzt gesagt, lieber Löwe? Bing bong! Lieber Löwe, hier geht es darum, in die Emotion einzutauchen. Wir haben die Nummer 25 für dich. Wenn du schaffst, bring bitte den Mut auf, um hier nochmal eine alte Wunde nach oben zu holen. Eine alte Wunde, die befreit werden möchte. Eine tiefe Wunde, die befreit werden möchte, die in die Heilung gehen möchte. Ja, ich weiß, es ist eine unangenehme Thematik, lieber Löwe, aber... Ja, was soll ich sagen? Aber es ist es wert, okay? Es ist es definitiv wert. Bring die Liebe zum Leben. Lass die Liebe leben, okay? Hol dir hier nochmal was ans Tageslicht. Du wirst wissen, was gemeint ist. Kommen wir zur Jungfrau. Meine liebe Jungfrau, welche Botschaft erwartet dich hier? So rum. Die Nummer 33. Vom Himmel geschickt. Liebe Jungfrau, das bedeutet entweder, dass du hier der wahrhaftige Engel auf Erden bist, ja, oder dass du hier Unterstützung aus der geistigen Welt bekommst. Eröffne dich. Eröffne dich, ich weiß, du stehst hier mit beiden Beinen fest auf der Erde. Mach nach oben hin auf, wir wollen Botschaften, wir wollen Nachrichten zu dir durchdringen, okay? Nachrichten eventuell auch von Verstorbenen, liebe Jungfrauen, die Nachrichten der Geister, die Nachrichten deines höheren Selbst, von Gott, der Engel, wem auch immer. Öffne dich hier und lausche den Nachrichten. Ah, bei den einen oder anderen kommt hier auch ein Engelchen zugeflogen in menschlicher Gestalt. Ja, vielleicht hast du dein Engelchen schon gefunden. Vielleicht hilft dir dein Engelchen in Menschengestalt durch eine schwierige Phase durch, unterstützt dich bei der Lösungsfindung in gewissen Angelegenheiten oder ist einfach nur für dich da. Achte darauf, was der Himmel dir schickt, meine liebe Jungfrau. So, dann haben wir die Waage. Meine liebe Waage, was gibt es für Botschaften für dich? Zap, zap. Eine große, mutige Vision, liebe Waage. Gehst du einen großen Schritt voraus oder gibt es hier vielleicht die Möglichkeit, einen großen Schritt in die richtige Richtung zu tätigen? Liebe Waage, schamanisches Krafttier, Hummel und Skarabäus, wir haben die Zahl 15 für dich. Hier
Hast du dir etwas erträumt? Hast du dir etwas gewünscht oder hattest etwas in Planung oder hast in Planung? Und mach es größer. Mach es größer, liebe Waage. Was auch immer du vorhast, setz noch eins obendrauf, okay? Ich habe hier das Gefühl, dass du in irgendeiner Sache ein bisschen zu sehr zurückhaltend bist, okay? Zu sehr auf das Umfeld bedacht. Guck bitte, dass du diese Sache, die du hier vorhast, dass du die vergrößerst, dass du die erweiterst, okay? Diesen Traum, diesen Wunsch, dieses Projekt. Ja, liebe Waage, sei mutig, sei mutig. Es ist ein wundervoller Schritt, es ist ein großer Schritt, es ist einschneidend, sehr, sehr, nimmt sehr großen Einfluss auf dein weiteres Leben. So, Skorpion. Na, 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 was haben wir für eine Botschaft für die lieben Skorpione? Eine Botschaft für die Skorpione. Ah, falls du hier neu bist, ich bin auch Skorpion und wenn ich das sehe, dann denke ich mir so. Und die 13 haben wir, ja, den Tod, die Karte, die Tarotkarte des Skorpions. Aber nein, wir haben hier nicht den Tod. Wir haben die Macht der Anziehung, okay? Das Spiegelgesetz, das Gesetz der Resonanz. Lieber Skorpion, achte hier darauf, was du aussendest. Denn das, was du aussendest, das ziehst du an, okay? Geld zieht Geld an, Mangel zieht Mangel an, Freude und Liebe zieht Freude und Liebe an. Achte darauf, wen oder was du hier anziehst. Ich habe hier auch gerade gewisse Wünsche im Kopf, die man vielleicht ans Universum stellt. Und da muss ich immer sagen, wähle deine Worte mit Bedacht, okay? Ich habe hier mit der falschen Formulierung von Wünschen, habe ich mich schon ganz schön oft ins Pfännchen gehauen, du aber Halleluja. Die männliche, die göttlich-männliche und die göttlich-weibliche Energie. Lieber Skorpion, es scheint hier, dass du hier eine besondere Anziehungskraft auf die Liebeswelt, auf die Schätzeles-Schnucki-Putzi-Hasi-Welt hast, okay? Pass auf, wie du dich gibst. Nicht pass auf als Warnung, sondern mache keine falschen Versprechungen oder dergleichen, okay? Achte darauf, das Gesetz der Anziehung, lieber Skorpion. Schau, was du hier ins Leben rufst, okay? Mit deiner Mimik, Gestik, mit deinen Wünschen, mit deinen Ideen, mit deinen Handlungen. Kommen wir zum Schützen. Mein lieber Schütze, eine Seelenbotschaft für dich. Eine Seelenbotschaft für den Schützen. Finde und erkenne dein wahres Selbst. Lieber Schütze, die Nummer 29. Der Spiegel, der Spiegel, oh mein Gott, das ist, puh, Selbstsabotage habe ich hier, Selbstsabotage, Selbstkritik. Lieber Schütze, bring hier ein bisschen mehr Leichtigkeit rein in irgendeine Situation, in irgendeinen Lebensbereich. Ich habe hier ein bisschen Schwere, ich habe hier Last auf deinen Schultern und ich habe hier auch gewisse Masken, zu denen du dich eventuell verpflichtet fühlst, diese zu tragen, ja, gewisse Fassaden oder Mauern, die hier aufgebaut werden. Lieber Schütze, erkenne dich bitte selbst, okay? Erkenne dich selbst und zeige dich selbst. Wenn du dich dafür erst suchen musst, dann mach es, mach es. Du wirst das Schönste, das Allerallerschönste und Wertvollste wirst du finden, lieber Schütze. Schön, schön, wundervolle Botschaft, ne? Und bis jetzt noch keine einzige Karte doppelt. Also, so, dann haben wir den Steinbock.
Welche Botschaft haben wir für den Steinbock? Oh, softly, softly, the tender touch. Hier geht es um Sanftmut, hier geht es um Sanftheit. Hier geht es darum, sich zu reinigen, zu klären, Tränen fließen zu lassen. Ins Gebet zu gehen, ja, dafür musst du jetzt nicht unbedingt gläubig sein oder einer Religion angehören oder sonstiges, okay, möchte ich nur mal am Rande erwähnt haben. Wir haben für dich die Nummer 20, lieber Steinbock. Es geht hier darum, ein bisschen mehr in die Wärme zu gehen, in die Leichtigkeit, in die Sanftmut, okay? Wir haben hier die Lotusblume. Und wenn ich diese Frau so weinen sehe, kommen mir gleich selbst die Tränen. Diese Frau hier hat schon viel gesehen, okay? Diese Frau hat viel gesehen, diese Frau hat viel erfahren und es ist an der Zeit, hier in die Reinigung zu gehen, in die Klärung zu gehen, hier loszulassen, alte Dinge loszulassen, auch vielleicht ein paar Tränen für sich selbst zu vergießen, um hier gewisse Dinge wieder klar zu sehen, ja? Ohne einen Grauschleier drüber oder so. Boah, lieber Steinbock, ey, ich umarme dich von ganzem Herzen, okay? Das ist eine schwere Energie, das ist eine sehr, sehr, nicht böse, nicht negativ, aber sehr, sehr erdrückend, okay? Sehr erdrückend. Ich habe hier auch Verlustthemen, Verlustängste habe ich bei den einen oder anderen mit drin. Lieber Steinbock, werde sanft, werde barmherzig oder lass dich sanft berühren, okay? Je nachdem, auf welcher Seite du stehst. Lieber Wassermann. Wassermann, mein Wassermann, was haben wir für dich für eine Botschaft? Papp, ja, da haben wir den Wassermann beim Schwimmen, guck mal, ach, gegen den Strom, lieber Wassermann, wir haben für dich die Nummer 4, was heißt es gegen den Strom? Ist das für dich ein Impuls, ist das für dich ein Hinweis, vielleicht ein bisschen aus der Mitte zu springen und gegen den Strom zu schwimmen oder ist es vielleicht ein kleiner Hinweis darauf, dich nicht immer gegen den Strom zu stellen, ja? Ich habe hier beide Energien mit drin, absolut. Was haben wir hier für ein Vögelchen? Ich glaube, es ist eine Möwe. Lieber Wassermann, wenn du dich dafür interessiert, schamanisches Krafttier, Möwe, kannst du gerne googeln. Du schwimmst hier im Wasser. Unter der Wasseroberfläche, ist nicht tief, aber du befindest dich hier in den Emotionen, okay? Hier geht es vielleicht auch darum, oder vielleicht ist dein Thema hier, irgendwelche Emotionen zu verstecken, zu unterdrücken. Befreie dich darin, okay? Suhle dich darin. Egal, in welcher Form diese Emotionen auftreten, okay? Egal, welche Art von Emotionen dies in deinem Lebensbereich oder in deinem Leben darstellen mag. Bade dich darin. Bade dich darin, verbinde dich mit deinen Emotionen, ja? Komm zurück zu dir und sieh auch zu, wo der Strom dich hinführt, okay? Je nachdem, was hier gerade dein Anliegen ist, ob mit oder ob gegen den Strom zu schwimmen. Nichts von beiden ist richtig oder ist falsch, okay? Es kommt darauf an, was du dir zunutze machen kannst, lieber Wassermann. So, dann sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Wir haben jetzt noch die Botschaft für die Fische Geborenen. Liebe Fische, hoppala. Guck mal, guck, das habe ich jetzt falsch rum vorhin reingemacht. Aber das macht nichts, wir haben ja schon unsere Fische Botschaft. Inspiration, wow. Die Nummer 3, liebe Fische, hier wartet Erleuchtung auf dich, hier wartet Erkenntnis, Offenbarung, ja, ich habe hier neue Ideen, ich habe hier Kreativität, ich habe hier eine Öffnung von irgendwas, ein Erblühen, ja, Frühlingsgefühle in Bezug auf eine gewisse Situation, Sache oder auf ein Projekt,
Was haben wir hier für Tierchen? Ich glaube, es sind Bienen. Ja, Bienen. Von den Zeichnungen her kann man das nicht so gut erkennen, aber Bienen. Liebe Fische, Kraft hier Biene. Ja. Hier geht es darum, deine Birne hier oben über deinem Kronenchakra anzuknipsen, in die Verbindung zu gehen. Ja, es geht hier darum, oder hier ist der Hinweis darauf, dass hier etwas Neues auf dich wartet. Okay, etwas Großes, etwas Schönes. Hier geht es darum, Samen zu pflanzen, beziehungsweise die Bienen, die tragen ja die Blütenpollen von Blüte zu Blüte, von Blume zu Blume. Hier ist Fortpflanzung angezeigt, lieber Fische. Das ist eine ganz sanfte, ganz friedliche Energie. Hier geht es um Erweiterung. Oh, ich bin gespannt, was das mit dir macht. Ich bin gespannt, was es für dich für eine Bedeutung hat. Wundervoll, wundervoll. Ja, meine Lieben, und auch hier jetzt zum Abschluss möchte ich nochmal Danke sagen von ganzem Herzen, okay? Ich sag's viel zu selten, aber wenn ich dann meine einzelnen Videos drehe und dann da in der Energie drin bin, dann ganz ehrlich, ich bin dankbar für jeden neuen Abonnenten, für jedes Like und für jeden einzelnen Kommentar von euch, okay? Auch wenn ich es nicht immer erwähne, auch wenn ich nicht auf jeden einzelnen Kommentar antworten kann, aber ich bin zutiefst berührt und ich freue mich von Herzen, dass ihr so zahlreich immer dabei seid und reagiert auch, okay? Meine Lieben, ich sag wieder Dankeschön fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.